reingehen? Ja, geh mal. Ich habe nur Mangel, glaube ich. Ja, das ist normal, aber ich habe ja auch den Fokus auf den Mangel. Also okay, würde ich jetzt sagen, ich kann auch andersrum anfangen und sagen, hey, dein Testosteronwert gefällt mir sehr, sehr gut, deine Kohlenhydratverwertung ist überragend, dein Stoffwechsel rast, also das ist wirklich schnell, deine Tiefschlafwerte gefallen mir sehr, sehr gut, das wäre jetzt die positive Seite. Okay, Guys, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich werde jetzt vom neuen BKZ-Coach trainiert. Brother, stell mir ganz kurz vor. Die Leute, mein Name. Hi, ich bin Trainer seit 12 Jahren und habe mich spezialisiert auf Fußballer. Dementsprechend würde ich gerne heute mit GKZ Carol ein geiles Training absolvieren. Wir haben vor eine Beweglichkeit vor. Ja. Das heißt, ich fange nicht mit irgendeiner schweren Kraftübung an, wenn ich nicht mit dem Rechteck springen will. Es gibt keine Einschränkungen, wenn du runter zum Ball gehen willst. Das heißt, wir müssen maximale Beweglichkeit erzeugen. Warum sollen die Zuschauer zu dir jetzt kommen? Was hast du erreicht? Mitunter habe ich einmal selber den Sport über Jahre gespielt und das auf dem höchsten Niveau. Völlig egal, ob das eine Junioren-Bundesliga war oder danach im Amateur- oder Profisport mit als Vertragsfußballer. Das hat mir eine Grundlage gegeben. Das hat mir natürlich Einblicke gezeigt, wie man als Profi trainiert, was es bedeutet, mit 15, 16, 17 die Schule zu meistern und noch gleichzeitig Hausaufgaben zu machen und abends noch ins Training zu gehen. Hängende Position ist Beginn. Das heißt, Füße weg. Ja. 4, 3, 2, 1, 2 Stück. Ganz ausstrecken. Ich will Beweglichkeit gewinnen. Auch als Torwart musst du ins ganze Eck. Ja. 1. Ich habe jetzt innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, mehr gelernt als in meinem ganzen Leben zuvor. No joke. Das Mann ist krass. Okay. Ich mache uns kurz die Kniebeuge vor. Eine der wichtigsten Unterschiede, die ich im Kraftsport und im Fußball kennengelernt habe, ist, die meisten Trainingseinheiten beim Fußballer machen müde. Meine Trainingseinheiten machen stark. Und bevor du stark wirst, musst du beweglich werden. Das heißt, wenn ihr eine Übung ausführt im Fitnessstudio, geht es im ersten Schritt darum, maximale Beweglichkeit zu trainieren. Und über maximale Beweglichkeit bekommt ihr nämlich den wichtigsten Faktor im Profisport, Verletzungsfreiheit. Spieler, die regelmäßig verletzt sind, sind nicht hoch angesehen und werden immer wieder hart arbeiten müssen, um auf Elite-Level zu kommen. Somit ist maximale Beweglichkeit vor Kraft der entscheidende Faktor, der für mich zählt im Kraftsport. Aufgaben. 2 Wiederholungen. Du gehst in die Streckung, hältst 2 Sekunden und gehst in 6 Sekunden. Also 6 Sekunden von oben bis unten. Runter. Nochmal hoch, 6 Sekunden runter. Fertig. Zweimal. Also nochmal, wenn ich das jetzt gut mache, dann kann ich mir den einen oder anderen Winkel bei der rausholen. Ja, sicher. Geil. Das heißt, du gewinnst Höhe beim Sprung und du gewinnst Geschwindigkeit auf die ersten 5 Meter. Ich go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hängen lassen. 21, 22. Go. 10, 9, 8, 4, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Digga, Mann. Das waren die 30. Und um 5 zu gehen. Okay, komm. Lewandowski, Ribéry,
CR7, Messi, festhalten, ich komme. In den letzten Jahren habe ich viele Spieler vorbereitet und mit vielen Spielern den wichtigen Sprung von der B- und der A-Jugend dann in den Profibereich geschafft. Ich muss explosiver werden. Die ersten 10 Meter fehlt mir Gas oder meine Sprintgeschwindigkeit, also meine Zeit auf 30 Meter ist nicht gut. Dementsprechend muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich ihn am besten verbessern? Somit rein in die Wissenschaft, rein in die Kontrolle, wenn ihr über den Sprint nachdenkt und ihr startet am Boden, was bewegt sich als erstes? Ganz genau, es ist immer der Arm und zum Arm dazu gehört immer der hier. Das heißt, wir testen jetzt, wie stark bist du auf dem Klimmzug und wir testen, wie stark bist du auf dem Bizeps. Ihr kriegt meine zwei Lieblingsübungen, um innerhalb von 2 bis 4 Wochen nochmal 40-50% stärker zu werden. Mein Lebensziel erreicht, ich habe Ketten um den Hals, weil ich bin so Hein Hai Wen. Die Sache ist, jetzt bereue ich richtig, dass ich ein gutes Mundwerk habe. Immer, wenn ich meinen Mund aufmache, kommt genau das doppelt an meine Augen. Was stellst du so? Ja, hast du zwei Ketten am Hals oder ich? Hm, denk mal nach. Ich hab dich am Hals, was will ich denn? Komm! Digga, das ist. Diese 10 Kilo Antennen haben sich mein Leben noch nie so schwer angefühlt. Glaub mir, die haben sich angefühlt für 50 Kilo Antennen. Soll ich auch schießen? Früh anfangen und üben. Nur wer übt, wird besser. Also früh anfangen heißt nicht unbedingt jetzt mit 12 Jahren ins nächste McFit zu gehen und Gewichte zu pumpen, sondern wie er sagt. Mit 12 Jahren ist es mit Anleitung. Mit 14 Jahren ist es mit Anleitung. Mit 16 Jahren habe ich viele Spieler, die selbstständig trainieren können, aber dann habe ich sie schon 1 bis 2 Jahre bei mir im Training. Das bedeutet, sie haben schon mindestens 100 Einheiten hinter sich, die angeführt waren. Und dann kann ich sie frei laufen lassen. Das ist der Idealfall. Versucht euch coachen zu lassen, versucht euch Hilfe zu holen oder besucht uns in Stuttgart. Ich meine Stärken. Ich versuche, schulterbreit zu greifen, nimm das Gewicht im Nacken. Ich stehe stabil da. 4, 3, 2, 1. Position ist direkt am Polster, sehr gut. Uns komplett strecken, lang machen, Zehenspitzen anziehen, Oberschenkel strecken und jetzt Knallbeugen. Easy. Oberschenkel anspannen, unterste Position, Zehenspitzen anziehen, bam. Geht noch eine, genau so. Carol hat heute von mir eine ganz normale Einheit bekommen. Das bedeutet, ich habe ihn gemessen. Gemessen bedeutet, ich habe eine Körperfettanalyse gemacht. Das heißt, ich habe 13 Hautfalten gemessen. An diesen Hautfalten kann ich erkennen, wie sein Hormonstoffwechsel funktioniert. Bedeutet, wie gut er aktuell regeneriert, wie gut er schläft, wie gut er Kohlenhydrate verwertet. Was ich nachher als Wissen brauche, um ihn als Profi aufs nächste Level zu heben. Danach sind wir auf die Trainingsfläche gegangen. Ich habe 1, 2, 3 Beweglichkeitstest mit ihm gemacht, unter anderem einen Hocksitz, unter anderem den Besenstiel, um dann zu sehen, wo er im Alltag Defizite aufgebaut hat, zum Beispiel durch gleichmäßiges Training, zum Beispiel an der Torwand oder Torwarttraining, was ich jetzt wieder im Kraftsport ausgleiche. Das heißt, ich habe vorher erkannt, Sprunggelenkbeweglichkeit war nicht ideal, Kraft, Oberschenkelrückseite war nicht ideal, Unterrücken ist zu schwach, Schultergelenk ist schlecht beweglich. Das sind 4 Elemente, die ich brauche, um als Torwart vom einem Eck ins andere Eck zu kommen und das verletzungsfrei. Somit haben wir danach einen Übungsaufbau gehabt, der darauf abgestimmt war, ihn besser und stärker zu machen.